Das Wort hat die Kollegin Jutta Krellmann von der Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, Tarifvertragssystem stärken, Allgemeinverbindlichkeit, Tariflöhne und branchenspezifische Mindestlöhne erleichtern. Wieso müssen wir eigentlich darüber reden? Was für eine Situation haben wir in unserem Land mittlerweile erreicht, dass so ein Antrag notwendig ist? Wir sind die Besten, wie wir aus der Krise rausgekommen sind. Die Bundesregierung mit Frau Merkel an der Spitze, Frau Kornemann, Sie können gleich, voller Lob für die Sozialpartnerschaft. Hand in Hand mit den Gewerkschaften haben wir die Krise überwunden. Zuletzt auf der Konferenz der ILO, das ist ja auch schon erwähnt wurde, hat Frau Merkel das erzählt in Genf. Toll, oder? Vielleicht stimmt daran auch irgendwas nicht. Meine Kollegen von der CDU, CSU und FDP singen Lobeshymnen ständig über die Tarifautonomie. Und wehren sich mit Händen und Füßen gegen Regeln für alle, die zu schaffen wären. Jede Verantwortung für die Erosionsprozesse bei Entgelten, um Tarifen zu stoppen, wird ignoriert. Deutschland ist nicht nur Weltmeister im Export, Deutschland ist auch Weltmeister bei Dumpinglöhnen in Europa geworden. Ein paar Eckpunkte. Über 20% der Beschäftigten arbeiten im Niedriglohnbereich. Das sind weniger als 9,85 Euro pro Stunde. Tätigkeiten im Niedriglohnbereich sind überwiegend weiblich. Die Tarifbindung in deutschen Unternehmen ist im Westen bei 63% und man höre im Osten bei 50%. 50%. Und das beides mit sinkender Tendenz. Als Linke muss ich überhaupt nicht sagen, auf was ich das zurückführe. Im Grunde macht das immer schon der Herr Kolb. Das ist echt eine Bank. Echt klasse. Rot-Grün hat es eingeführt, aber Sie tun nichts, um es zu ändern, wenn Sie das jetzt schon wissen. Deutschland ist das einzige Land in ganz Europa, in dem die Löhne real gesunken sind. Das ist auch mehrmals schon gesagt worden. In den letzten 10 Jahren um -4,5%. Das ist eine Durchschnittszahl. In der Industrie sind die Zahlen +7,8%. Im Baubereich sind sie -5,2%. Und im Grunde, die größten Verluste sind in den Bereichen bestanden für Arbeitnehmer, die keine Tarifverträge haben. Und deswegen brauchen wir welche. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, das hat System. Die Tarifbindung wird nicht von Arbeitnehmern gekündigt, sondern von Arbeitgebern. Jeder Arbeitgeberverband hat heute die Möglichkeit eröffnet, Betriebe Mitglied werden zu lassen ohne Tarif. Nicht die Beschäftigten betreiben Outsourcing, um ihre eigenen Löhne zu drücken, sondern Arbeitgeber. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat im Jahre 2000 die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft gegründet. Die tun seit 10 Jahren nichts anderes, als die Bürgerinnen von der Notwendigkeit der marktwirtschaftlichen Reformen zu überzeugen und marktliberale Gedanken in der Gesellschaft zu verankern. Gesamtmetall zahlt 10 Millionen Euro pro Jahr und das schon seit 10 Jahren. Lobbyarbeit in Arbeitgeberinteresse. 100 Millionen Euro gegen Mindestlöhne und gegen verbindliche Regeln in Form von Tarifverträgen und Gesetzen. Wer das weiß, kann sich denken, wie schwer es Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern haben, gegen diese Lobby-Mainstream anzukämpfen. Der Antrag der Grünen ist gut und sehr durchdacht. Die Linke wird ihm zustimmen. Als Linke wollen wir auch für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge zu erleichtern. Wir wollen auch, das Arbeitnehmerentsendegesetz muss für alle Branchen ausgeweitet werden. Und wir wollen, dass Branchenmindestlöhne in allen Bereichen erleichtert werden. An die Regierungsparteien möchte ich sagen, denken Sie doch mal nach und tun Sie einfach mal einen Schritt nach vorne. Stimmen Sie dem zu, dass sich Bedingungen für Arbeitnehmer endlich mal verbessern können. Ja.